Viele Indianerstämme in Nordamerika glauben, dass ihr Gott, der große Geist, zu ihnen auf die Erde gekommen ist und symbolisch sich im Feuer aufhält. Wenn die Indianer nun in großer Not sind, dann tanzen sie um das Feuer herum und bitten den großen Geist um Hilfe. Wenn sie Hilfe bekommen haben, tanzen sie wieder um das Feuer herum und danken dem großen Geist. Sie rauchen auch ihre Friedenspfeife aus diesem Grunde vor dem Feuer. Ein Indianermärchen der Navajo-Indianer aus Nordamerika. Es war vor langer Zeit, da hatten die Indianer ihre Tipis an einem breiten Fluss aufgebaut. Dort gab es Pflanzen und Gras für Menschen und Tiere in Hülle und Fülle. Aber dann hatte es 2 Jahre lang nicht geregnet. Nach dem ersten Sommer ohne Regen hatten die Indianer auf den Winter gehofft und auf den Schnee. Aber als er kam, war es kalt, aber es fiel kein Schnee. Dann kam der zweite Sommer ohne Regen und der zweite Winter ohne Schnee. Der breite, klare Fluss war ein schmales, graues Rinnsal geworden. Es gab für alle nur noch wenig Wasser. Das Gras war verdorrt und die Büffel weit fortgezogen. Die Indianer litten große Not. Sie hungerten und dürsteten. Und einige waren schon gestorben. Da steigt der Medizinmann auf den heiligen Berg und geht in das heilige Tipi. Er will die Geister befragen, wann es wieder regnen wird. Unten am Fluss haben die Indianer einen Holzstapel errichtet und in Brand gesetzt. Dann holen sie ihre Trommeln und tanzen und singen um das Feuer herum. Hey Anna, hey Anna, hey Anna, hey, hey, hey Anna, Anna, hey Anna, hey, hey Anna, Anna, hey. Da tritt der Medizinmann in den Kreis der tanzenden und singenden Männer und Frauen und hebt eine Hand. Brüder, Schwestern, die Geister zürnen uns, weil wir alle Geschenke der Natur annahmen, ohne uns dafür zu bedanken. Das Sonnenlicht, das Wasser, die Pflanzen und das Büffelfleisch. Jetzt verlangen sie von uns, dass wir ihnen unser Liebstes und unser Wichtigstes opfern. Dann wird es wieder regnen. Geht in eure Tipis und überlegt, was euer Liebstes und Wichtigstes ist, und das opfert ihr. Da ist ein junger Indianer, der versteht es, wunderbare Bögen und Pfeile herzustellen. Er nimmt seinen schönsten Bogen in die Hand und spannt ihn. Keiner macht solch herrliche Bögen wie ich. Meine Pfeile sind schneller als der Wind. Damit jage ich den kräftigsten Büffel. Damit schütze ich meine Brüder und Schwestern vor den Feinden. Aber soll ich meinen Bogen hergeben? Soll ich meine Pfeile hergeben? Nein. Andere haben etwas Wichtigeres und er gibt sie nicht hin. Da ist eine junge Indianerin, die versteht es, wunderbare Wasserkrüge zu formen. Sie stellt sich vor ihren schönsten Krug und betrachtet ihn. Niemand formt solch herrliche Krüge wie ich. Darin hält sich das Wasser für mehrere Tage und man muss nicht dauernd zum Fluss hinuntergehen. Aber soll ich meinen Krug hergeben? Nein. Andere haben etwas Wichtigeres und sie gibt ihren Krug nicht hin. Ein alter Indianer versteht es, aus Birkenholz Kanus zu bauen. Damit kann man durch Stromschnellen fahren und aufs Meer hinausrudern. Auch er gibt sein Birkenrinnenboot nicht her. Unten am Fluss bei den Kindern ist ein kleines Mädchen. Ihr Vater und ihre Mutter waren in dem kalten Winter gestorben. Da hatte eine alte Frau sie zu sich in ihr Tipi geholt und versorgt sie nun.
Das Mädchen besitzt nichts als ein kleines Moospüppchen, das ihre Mutter einmal für sie gebastelt hat. Sie liebt es über alles und trägt es immer bei sich. Da niemand im Dorf ist, der zu dem Mädchen gehört, so nennt man sie die, die allein ist. Eines Nachts wacht das Mädchen auf. Sie sieht, dass die alte Frau fest schläft. Leise kriecht sie unter ihren Fellen hervor, nimmt ihr Püppchen und geht an den Ausgang. Sie schaut über die dunkle Prärie, sie fürchtet sich ein wenig. Es knistert und knackt und rauscht in den Büschen und Sträuchern. Da drückt sie ihr Püppchen fest an sich und läuft hinaus und läuft und läuft. Dann bleibt sie kurz stehen und hebt ein paar kleine Zweige und Äste auf. Dann läuft sie zum heiligen Berg, steigt hinauf und tritt in das heilige Tipi. Da sieht sie, dass in der Mitte, in der offenen Feuerstelle, noch Glut ist. Sie legt die kleinen Zweige und Äste da drauf und schon lodern die Flammen empor. Das Mädchen schaut nach oben, wo das Tipi zum nachtschwarzen Himmel geöffnet ist. Ihr Geister des Windes, ihr Geister des Regens, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen dürsten, gebt uns doch den Regen wieder. Ich hab doch nichts, das ich opfern könnte. Ich hab nur ein kleines Püppchen. Ihr sollt es haben, aber gebt uns doch den Regen wieder. Sie drückt das Püppchen noch einmal fest an sich und legt es in das Feuer. Schnell lodern die Flammen empor und verbrennen es. Das kleine Mädchen ist sehr müde. Sie legt sich vor das Feuer und schläft ein. Kaum hat der Rauch aus dem Feuer des Püppchens den nachtschwarzen Himmel berührt, da fängt es ganz leise an, zu klopfen. Erst wenig, dann immer mehr. Regentropfen fallen herunter, es beginnt zu regnen. Die Tropfen schlagen immer stärker an die Zeltwand. Und dann rauscht der Regen so herunter. Das hören die Indianer in ihren Tipis. Sie eilen hinaus in den erfrischenden Regen. Dann holen sie ihre Trommeln und tanzen und singen. Hey, Janna, hey, Janna, hey, Janna, hey. Hey, Janna, hey, Janna, hey, Janna, hey. Hey, hey, Janna, hey, Janna, hey, hey, Janna, hey. Da tritt der Häuptling in den Kreis der tanzenden und singenden Männer und Frauen. Er hebt eine Hand und alle schweigen. Brüder, Schwestern, was hat uns den Regen zurückgebracht? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Da zeigt die alte Frau zu dem heiligen Tipi. Seht mal da oben in unserem heiligen Tipi, da brennt ein Feuer in der Nacht. Was hat das zu bedeuten? Nun eilen alle an den heiligen Berg, steigen hinauf und treten an das Tipi. Und als sie durch den Eingang schauen, sehen sie das kleine Mädchen, das vor dem Feuer schläft. Da drängt sich die alte Frau durch die Gruppe und kniet sich vor ihr nieder. Sie schaut, sie sucht, wo ist ihr Püppchen? Wo ist ihr Püppchen? Sie geht nie ohne ihr Püppchen aus. Und als sie nach oben schauen, sehen sie eine kleine blaue Feder, die sich in der warmen, aufsteigenden Luft dreht. Es ist die Feder des Vogels Tschatschai. Sie hatte in dem Püppchen gesteckt und war ein Geschenk ihres Vaters. Das wussten alle. Und nun ahnten sie, was geschehen war. Ein junger Krieger hebt das Mädchen auf seine Arme und alle gehen zum Fluss hinunter. Dort errichten sie einen Holzstapel und stecken ihn an. Dann holen sie ihre Trommeln
und tanzen und singen dankbar um das Feuer herum. Hey Jana, hey Jana, hey Jana, hey. Hey, hey, Jana, na, hey, Jana, hey, hey, Jana, na, hey. Da hebt der Häuptling eine Hand und alle schweigen. Brüder, Schwestern, wenn einer eine große Tat begeht, bekommt er einen neuen Namen. Dann schaut er das Mädchen an. Du sollst von heute an nicht mehr heißen, die, die allein ist. Von heute an heißt du die, die ihr Volk rettet. Als die Indianer am nächsten Morgen aus ihren Tipis treten, da grünt die Prärie und ein Streifen von blauen Blumen breitet sich aus. Blaue Blumen, so blau wie die Feder des Vogels Tschatschai.